Hi, hier ist Yannick vom Android-Spieleblog und ich möchte Ihnen heute das Spiel Agent Dash vorstellen. Agent Dash ist eine Art Temple Run. Statt einem Schatzsucher steuern Sie hier aber einen Agenten. Auch das normale Spiel verhält sich etwas anders, aber das werden Sie gleich merken. Wie Sie hier schon sehen, gibt es drei Bahnen, in denen der Agent laufen kann. Sie müssen den Agenten durch Wischen auf die verschiedene Bahn bringen. Also nicht so wie bei Temple Run, wo es durch Kitten des Geräts geht. Hier ist es einfach nur durch Wischen. Um die Kurven läuft er auch ganz normal, wenn er auf der richtigen Bahn ist. Wenn Sie Ihren Finger nach oben bewegen, so springt er. Wischen Sie nach unten, so kann er sich auch ducken. Das ist aber hier jetzt noch nicht gefordert. Sie erreichen dann auch immer verschiedene Spielwelten. Gerade eben war ich draußen, jetzt komme ich nach drin. Das Prinzip bleibt aber gleich. Also auch hier gibt es wieder Hindernisse, die ich überspringen oder eben unten durchrutschen muss. Hinten an der Wand wird auch immer angezeigt, in welche Richtung Sie gerade laufen müssen. Es ist eigentlich ganz schön gemacht. Okay, und da bin ich auch schon abgestürzt. Also es gibt auch Hindernisse, in die man eben reinfallen kann, wie ich das gerade eben gemacht habe. Im Spielverlauf sammeln Sie eben Diamanten. Die aktuelle Zahl sehen Sie hier oben. Wenn Sie in den Store gehen, können Sie die bereits vorhandenen Diamanten gegen besondere Sachen eintauschen, wie zum Beispiel einen Magneten. Wenn Sie diesen dann einsammeln, dann können Sie eben leichter Diamanten im Spiel selbst neue einsammeln. Gibt es eben ganz verschiedene. Hier können Sie dann das Spiel neu starten. Es gibt auch natürlich Ziele, die Sie erreichen müssen. Zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Punkten. Wenn Sie mehr von diesen Zielen erreicht haben, so wird sich auch der Spielstand in weiteren Spielen leicht erhöhen. Also Sie bekommen hier einen Multiplikator. Je mehr Ziele Sie erreicht haben, desto größer wird er und desto leichter erreichen Sie auch höhere Punktzahlen. Also eigentlich genauso wie bei Temple Run auch. Sie können auch Steine, also Diamanten, durch echtes Geld kaufen, wenn Sie möchten. Eben sogenannte In-App-Käufe. So, das war es auch schon soweit eigentlich vom Spiel selbst. Die Steuerung ist eben, wie gesagt, im Vergleich zu Temple Run etwas anders. Sie müssen das Gerät eigentlich kein einziges Mal kippen. Einfach nur durch Wischen können Sie das erledigen. Vielleicht gefällt Ihnen das ja besser. Mir persönlich gefällt Temple Run doch etwas besser und ich finde es auch etwas schwierig, die Hindernisse zu sehen. Vielleicht geht es Ihnen nicht so und Sie können das leichter sehen. Ich finde es aber irgendwie doch etwas schwieriger als bei Temple Run und ich denke, ich werde dann auch bei diesem Spiel bleiben. Das war es jetzt wirklich soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Wenn Sie anschließend verschwunden sind, haben Sie verloren, müssen das Level nochmal neu machen. Den zwei Grünen. Wenn Sie diese nun zerstören, so fallen die zwei anderen einfach erledigen haben. Tippen Sie hier unten jeweils die Produkte an, die auf der mit Ihrem Pool ein bestimmtes Level erreicht haben. Hier unten haben Sie den